Piloten, zum Angriff. Hep, 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 stopp. Moment mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, ich bin Horst. Dein Cousin dritten Grades, mütterlicherseits. Und wer sind die anderen? Das eine ist Fred, mein Bruder. Der dahinter ist, das ist Justus. Und den links kenne ich nicht. Und wer sind die anderen 80? Naja, das ist das blaue Geschwader. Und wenn sind die Damen in grün? Wer ist das grüne Geschwader? Sieht man doch. From the Quantum Stone Star Wars Collection. Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Es geht um das X-Wing Pilot Set aus dem Jahre 2024. Ja, hier ein Vierer-Set, soll ein Troop-Builder-Pack sein. Was ich davon halte und wie das Ganze ausschaut, das sage ich euch jetzt. Ja, wir können es bei der Box kurz machen. Das ist die Box. Diesmal sogar mit ein bisschen Farbe intus. Und ja, abmessungsmäßig keine großen Überraschungen. Die ist fast so groß wie die anderen Vierer-Packboxen. Messen wir sie kurz aus. 19,5 in der Breite. Dann haben wir 5 cm in der Tiefe. Und was fehlt mir noch? 12 cm in der Höhe. Gucken wir noch mal rein und machen die Box einmal auf. Am besten natürlich von der richtigen Seite. Obligatorischer Beipackzettel. Und alle Figuren auch wieder nett eingepackt. In so Seidenpapier. Und da haben wir die Waffen. Ja, ne, Box designmäßig nicht gerade spannend. Gucken wir einmal auf die Figuren drauf. Diese Figuren sind ja mit dem jeweils immer selben Körper ausgestattet. Und die Details, die gebe ich euch natürlich auch noch wieder mit. Aber erstmal schauen wir, was wir hier so in der Box haben. Beziehungsweise, was wir so im Seidenpapier drin haben. Ah, knistern, immer wieder schön fürs Mikrofon. Aber besser eingepackt als anschließend zerkratzt. Das wollen wir auch nicht. Was haben wir hier? Ah, hier habe ich einen Helm. Das heißt, ich muss hier auch noch die anderen Helme haben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Figuren definitive Helme zugeordnet bekommen haben. Ich glaube es eigentlich nicht so richtig. Von daher habe ich da wahrscheinlich die freie Wahl, welcher Figur ich welchen Helm gebe. So, auch das kommt weg. Und dann haben wir hier eingepacktesterweise die Waffen. Na, komm raus. Genau. Sehr schön. Gut. Das heißt, ich gebe euch jetzt einmal die Detailbilder zu den Figuren. Und was ich von den Figuren halte, das erkläre ich gleich im Fazit.
Nun kommen wir zum Fazit. Was halte ich von diesem Pack? An sich ist das eigentlich gar nicht schlecht. Wir haben hier 4 X-Wing-Piloten und Pilotinnen, die als Truppbilder-Pack geeignet sein könnten, wenn da nicht eine Sache wäre, die mich stört. Diese beiden Figuren, die haben eine sehr auffällige Hautfarbe, nämlich blau und grün. Das eine ist ja hier der Duro, der von dem Cad Bane abgeleitet worden ist, vom Kopf her. Diese Dame hier, da weiß ich gar nicht, welche Spezies das sein soll. Aber diese beiden stechen mir zu doll hervor. Da hätte es mir gefallen, dass diese beiden Figuren etwas unauffälliger gewesen wären. Nett wäre auch, wenn man hier zum Beispiel noch weitere 4 Austauschköpfe mit beigepackt hätte, weil die Körper sind ja alle dieselben. Die gehören nämlich eigentlich der Figur VC 158. Das war der Luke Skywalker im X-Wing-Pilot-Design, hier in diesem Fall im Re-Release. Und das hätte mir tatsächlich viel besser gefallen, dass wir hier nochmal 4 Austauschköpfe haben. Denn so stechen diese beiden Figuren mir eigentlich zu doll hervor. Wenn man jetzt mehrere Packs kauft, dann hat man so einen ganzen Pulk von grünen und blauen Leuten, die dann auch noch nicht mal unterschiedliche Geschlechter haben. Ja, apropos Geschlechter, hier haben wir ja 2 Frauen drin. Und dadurch, dass der Körper vom Luke X-Wing-Piloten benutzt worden ist, stechen natürlich auch die weiblichen Merkmale nicht hervor. Wie hätte man so schön gesagt, kein Arsch, keine Tittchen, ist flach wie Schneewittchen. Ich weiß, sagt man nicht mehr. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die hier denn doch deutlich auffällt, weil man eben männliche Körper auch für die weiblichen Figuren benutzt hat. Ja, und das soll es von meiner Seite erstmal soweit gewesen sein. Ach so, eine Sache, der muss ich noch erzählen. Diese Figur hier, die hat einen sehr auffälligen Hüftschwung. Das konnte ich dir auch nicht abgewöhnen. Warum sie diesen Hüftschwung hat, weiß ich nicht. Aber die steht natürlich etwas dynamischer da, als wenn sie nur geradeaus steht. Ist halt nur ein bisschen komisch, dass man ihr diesen Hüftschwung nicht abgewöhnen kann. Okay, aber das soll es von meiner Seite erstmal gewesen sein. Und von daher verabschiede ich mich mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss.